Ideal funktioniert es eben, wenn, wenn die Unternehmenskultur es zulässt, dass man diese Vorgehensweise hat. Das heißt beispielsweise, dass ich mich von einem Perfektionismus lösen muss. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man zu Beginn das Projekt so aufsetzt, dass es eben messbar ist, dass man dann auch den Rückenwind mitnimmt und merkt, ja, das kann funktionieren. Ich habe jetzt die Traktion, die ich mir als Ziel gesetzt habe, ich habe Conversion-Ziele, die ich mir als Ziel gesetzt habe und erreiche die auch. Und dann ist es sehr, sehr lohnenswert, die weiteren Features, die ja nicht falsch sein müssen, dann hinzuzufügen und jeweils mit jeder neuen Funktion zu messen, bringt das jetzt was oder bringt das nichts. Und darin in so eine Roadmap dann immer einfließen zu lassen, was kommt denn vielleicht aus der bereits erreichten Kundengruppe nochmal an Feedback hinzu, woran habe ich vielleicht noch selbst gar nicht gedacht, wo die Leute sagen, wo die Kundschaft dann sagt, das müsste noch berücksichtigt werden. Wenn man es schafft, in diesem Bereich kontrolliert vorzugehen, nicht hektisch zu werden, nicht aktionistisch zu werden, dann ist diese Vorgehensweise, glaube ich, sehr, sehr erfolgsversprechend. Und also erstmal danke dafür. Und wie schätzt du das ein, wie eure Kunden mit dem grundsätzlichen Verprobungsmindset umgehen? Also jetzt habe ich mit euch ein Projekt gemacht, ja, und ihr wünscht euch ja eigentlich, oder das ist ja so die Intention, die ich so am Anfang ein bisschen rausgehört habe, dass ihr den Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, die Kompetenz gerne vermitteln wollt, dass die selbstständig so in Anführungsstrichen agil und am Kunden und am lebenden Objekt Dinge verproben oder arbeiten. Wie sehr saugen die das auf und wie sehr sind Kunden dann oder die Unternehmen dann in der Lage, hinterher selber Dinge zu prototypisieren oder eigene MVPs aufzusetzen? Oder brauchen die euch dauerhaft? Wie vielleicht kannst du mir mal ein Beispiel geben dazu. Also das Allerschönste ist eigentlich, wenn ein Kunde uns spiegelt, und das ist tatsächlich in einem Fall passiert, dass die Vorgehensweise, die sie mit uns erlernt haben oder mit uns kennengelernt haben, dass sie das einfließen lassen in die Gesamtunternehmenskultur. Das heißt, dass dann prototypisches Vorgehen nicht nur in beispielsweise der Webentwicklung dann jetzt stattfindet, sondern auch in der Marketingabteilung oder in der Herstellung von Produkten, die ich vertreibe. Das öffnet wirklich viele neue Möglichkeiten in den Unternehmen und wird mir dann von diesem einen Kunden, den ich jetzt im Kopf habe, zurückgespiegelt, dass das befreiend ist, beschleunigend ist und sehr, sehr inspirierend ist. So, wenn man diese Konstellation hat, das ist, ich sag mal, das Idealbild, dann ist in den nächsten Schritten eigentlich gar keine Überzeugungsarbeit von uns notwendig, um die nächsten Projekte einzugehen. Ist jetzt nicht in allen Fällen so. Eine Kultur muss sich ja auch erstmal anpassen oder wandeln oder ist vielleicht auch dann gar nicht so offen wie in dem einen Beispiel. Aber grundsätzlich hilft das natürlich, wenn man da eher offene Türen einrennt mit so einer Vorgehensweise als verschlossene Türen. Oft wird ja auch irgendwann nach Budgets gefragt, was muss so ein Unternehmen in die Hand nehmen, um ein einfaches MVP umzusetzen mit einem kleinen Team. Hast du da mal eine Indikation? Natürlich irgendwo ganz, ganz abhängig davon, was die Aufgabe ist, was wir in dem Beispiel dann umsetzen. Man kann Prototypen ab, ich sag mal, 25.000, 30.000 Euro umsetzen. Ich glaube, wenn man eine kleine Kriegskasse hat und in Richtung 70, 80, 90.000 Euro ausgeben kann, dann kann das auch sehr, sehr hilfreich sein. Das ist so die Größenordnung, in der wir da agieren für so eine erste Version und dann eben die validierte Weiterentwicklung anschließend. Was soll die Erwartungshaltung auf Kundenseite? Also was muss ein Kunde neben dem Budget mitbringen, um das umsetzen zu können? Also braucht man einen einzigen Ansprechpartner oder wie sieht das idealtypisch aus oder wie hat es sehr, sehr gut funktioniert und wie vielleicht nicht? Ideal funktioniert es eben, wenn die Unternehmenskultur es zulässt, dass man diese Vorgehensweise hat. Das heißt beispielsweise, dass ich mich von einem Perfektionismus lösen muss. Und da ist sehr, sehr hilfreich, wenn nicht nur der eine Ansprechpartner, den man im Projekt hat, diese Kultur dann verfolgt, sondern wenn er auch in der Lage ist, er oder sie auch in der Lage ist, die so eine Unternehmenskultur zu beeinflussen und beispielsweise eine Geschäftsführung, einen Vorstand, einen Aufsichtsrat mitzunehmen und für dieses Vorgehen zu begeistern. Okay, dann herzlichen Dank an dich und dir noch eine ganz, ganz tolle Demexco. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.